In meiner heutigen Bewertung möchte ich euch eine Grafikkarte vorstellen, die in vielerlei Hinsicht beeindruckend ist. Eines der Hauptmerkmale dieser Karte ist ihre Fähigkeit, Verbiegungen der Leiterplatte zu vermeiden, was für eine längere Lebensdauer und Stabilität sorgt. Ihr ästhetisches Design macht sie optisch ansprechend und fügt sich nahtlos in jede PC-Konfiguration ein. Die Wärmeableitung dieser Karte ist dank des Premium-Wärmeleitpads auf der Rückseite erstklassig, was eine effiziente Kühlung sicherstellt. AS ROG hat einen maßgeschneiderten, gestreiften Axiallüfter entwickelt, der den Luftstrom verbessert und somit die Kühlleistung optimiert. Dies wird sowohl durch die Streifenstruktur auf jedem Lüfterflügel als auch durch die polierte Oberfläche auf der Unterseite erreicht. Ein weiteres bemerkenswertes Feature ist die 0 dB Silent Cooling Technologie, die den Lüfter bei geringer Last stoppt, um einen geräuschlosen Betrieb zu ermöglichen. Dies ist ideal für diejenigen, die eine leise Arbeitsumgebung bevorzugen. Die Karte leitet den Luftstrom durch V-förmige Schneidrippen und Lüftungsschlitze, um die Kühlung zu verbessern. Die Heatpipes sind so konzipiert, dass sie den Kontakt maximieren und die GPU-Grundplatte unterstützt die Wärmeableitung effizient. Die große, vernickelte Kupferbasis optimiert die Wärmeübertragung für GPU und VRAM. Die effektive Isolierung der Abdeckung zwischen Rohr und Lamellen verbessert zusätzlich die Wärmeableitung. Dies eliminiert Lücken im Kontaktbereich und maximiert so die Wärmeübertragung und den thermischen Wirkungsgrad. Die Grafikkarte verfügt außerdem über ein hochwertiges Wärmeleitpad, das die Wärme der Komponenten auf den Kühlkörper überträgt. Ihre verbesserte Struktur schützt das PCB vor Verbiegungen und AS ROG verwendet ein präzises Schraubendrehmoment beim Zusammenbau, um den Montagedruck des Kühlers zu optimieren. Für diejenigen, die Wert auf Ästhetik legen, bietet die Karte integrierte ARGB-LEDs für einzigartige bunte Lichteffekte, die auch mit AS ROG Motherboards synchronisiert werden können, die Polychrome Sync unterstützen. Abschließend verfügt diese Grafikkarte über Premium-Spulen, die einen dreimal höheren Sättigungsstrom für eine verbesserte V-Core-Spannung bieten. Du kannst den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem du die Beschreibung meines Videos ansiehst, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Jetzt kommen wir zum spannendsten Teil meiner Bewertung, dem Gaming-Test. Ich habe diese Grafikkarte mit 4 modernen Spielen getestet, um zu sehen, wie sie sich in verschiedenen Bildschirmauflösungen Full HD, Quad HD und 4K schlägt. Es ist wichtig zu beachten, dass die durchschnittlichen FPS, Frames pro Sekunde, die ich hier angebe, in der Realität variieren können. Bei Full HD-Auflösung lieferte die Karte eine beeindruckende Leistung, wobei die Spiele flüssig und mit hohen Detailstufen liefen. Als ich auf Quad HD umstellte, war ich erfreut zu sehen, dass die Karte immer noch starke und stabile FPS-Werte lieferte, was zeigt, dass sie auch für anspruchsvollere Aufgaben gut geeignet ist. Der wahre Test kam jedoch bei 4K. Trotzdem waren die FPS-Werte durchaus respektabel, was beweist, dass diese Karte auch für 4K-Gaming geeignet ist, obwohl man dabei möglicherweise einige Kompromisse in Bezug auf die Detailstufe oder die FPS machen muss. Nachdem ich die Grafikkarte ausführlich getestet und bewertet habe, ist es an der Zeit, einen Blick auf die Meinungen echter Kunden zu werfen. Es ist bemerkenswert, dass ich während meiner Recherche keine ernsthaften Beschwerden über diese Grafikkarte gefunden habe. Das spricht für ihre Qualität und Zuverlässigkeit. Hier sind die positiven Aspekte, die von den Kunden hervorgehoben wurden. Die Grafikkarte ist bemerkenswert leise im Betrieb und die Spiele können problemlos bei einer Auflösung von 1440 Pixeln betrieben werden. Damit schließe ich meinen Testbericht zu dieser Grafikkarte. Bist du von diesem Modell beeindruckt und möchtest den aktuellen Preis erfahren? Dann schau doch bitte in die Beschreibung unter deinem Video. Dort findest du alle notwendigen Links. Hast du Fragen zu dieser Grafikkarte oder zu meinem Test? Zögere nicht, sie in den Kommentaren zu stellen. Ich werde sie gerne beantworten. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und wenn du meinen Kanal abonnierst. Ich arbeite bereits am nächsten Video, um dir weitere interessante Informationen zu bieten. Um sicherzustellen, dass du es nicht verpasst hast, klicke gerne auf die Glocke für Benachrichtigungen. Bis zum nächsten Mal.